So, weiter geht's. Herr der Toten. Wo bist du? Hat mich dieser alte Narr vergiftet. Hilfe, aua. Neck. Gift. Wo bin ich denn überhaupt? Wo ist das Viech? Ich sehe dich noch nicht mal. Da bist du. Ich nehme den Bogen. Ich fege den Himmel damit. Wo bist du mit Vieh, du Mistvieh? Da. Mein Herz wirst du nicht verschlingen. Ein bisschen habe ich jetzt abgezogen, aber nicht viel. Ich bin der, der den Vernichter zurückschlagen wird. Atropos ist verletzbar. Oh, Alter. Wo ist das Vieh? Boah, Alter, aber das zumindest. Zumindest hat es ein bisschen was abgezogen. So, aber ich kann es ja. Der den Vernichter zurückschlagen wird. Er wird schwächer. Mein Herz wirst du nicht verschlingen. Aua. Ich nehme den Bogen. Ich fege den Himmel damit. Zumindest bin ich wieder ein bisschen was. Ein bisschen hat es jetzt was weggehauen. Tut weh, oder? Das hat jetzt mittlerweile fast die Hälfte weg. Der, der den Vernichter zurückschlagen wird. Ja, den hat es leider nicht ganz erwischt. Da. Hab ich's weg? Hab ich's doch schon weg? Das Vieh? Nee, hab ich nicht. Natürlich. Wäre zu schön gewesen, um wahr zu sein. Entschuldigung, ich bin ein bisschen erkältet noch. Wo bist du? Hallo? Schlange? Mistvieh? Wo bist du? Da. Aber es hat zumindest mal ordentlich jetzt gefressen, nochmal an Energie. Wo ist es?
jetzt verflachsen jetzt? Ja, es hat noch mal ein bisschen was an. Ja, ich muss mal ein bisschen raus aus der Nummer. So. Alter. So. Ja, zwei Treffer. Ja, was heißt halt zwei Treffer? So viel zum Thema. Ist das da? Na, jetzt mal habe ich den Moment verpasst. So. Das ist direkt mit Vieh. Jetzt haben wir's. Ich hoffe zumindest. Jetzt haben wir's. Puh, Gott sei Dank. Oder? Ich glaube aber auch ja. So, müssen wir jetzt hin, da zu der Kiste wahrscheinlich. Nein. Was war das, Papo? Das war ich mir auch gerade. Oder die Stimme. Ich bin durch die Gruft gereist. Durch Finsternis und Einsamkeit. Nun bin ich hier. Ich bin da. So. Sie sind zurück, sicher vor dem, der ihre Augen im Dunkeln schließt. Mein Kind lebt. Reiset die Götter. Was siehst du? Dein Feind und der ihre sind derselbe. Lehne das
Essen im Tempel ab. Er, der es macht, vergiftet deinen Leib mit dem Fleisch der Toten. Geh und erschlage den Frevler und erlöse Memphis von dem Bösen. Gepriesen sei er, der uns alle erlösen wird. Spricht mit Pasha Renpta über Taimhotep. Alter, was ist das für ein Name, ey? Warte mal, muss ich jetzt sein? Moin. Wenn du selbst den Rat eines Sehers suchst, komm wieder in der Fülle der Zeit. Hab Dank. So. Komm ich hier nicht raus? Wie soll ich mit dem Korn? Na. Ein Revier bekommen. Wach auf. Ah ja. Mein Liebster. Geht es dir gut? Viel besser, wenn ich dein Gesicht sehe. Ihm fehlt ein Finger. Da ist etwas Fremdes in deinen Augen. Was beschäftigt dich? Träume. Von unserem Sohn. Bayek. Die Frau des Hohepriesters wurde vergiftet. Ihr Seher behauptet, dass der Giftmischer unser Feind ist. Die Echse? Ich glaube schon. Der Apis-Stier steht auch an der Schwelle des Todes. Gehen wir zum Tempel. Unterwegs sprechen wir über deine Träume. Komm, mit dem Boot geht es schneller. Also, wie fühlt es sich an, der Magi von ganz Ägypten zu sein? Manchmal ist es wie einen Ameisenhaufen zu hüten. Aber ich bin stolz, den Bedürftigen zu helfen. Das bin ich auch. Und stolz, der Königin zu dienen. Hast du den Hohepriester gesprochen? Ja, vor der Ankunft der Königin. Sie kommt nach Memphis? Ja. Die verbannte Herrscherin kommt ins Herz des alten Ägyptens. Das wird dem jungen Ptolemäus nicht entgehen. Mein Herz springt vor Freude, dich zu sehen, Bayek. Ah ja. Du bist der einzige Lichtblick in meinem Leben. Ich will dich wieder an meiner Seite. Ich bin an den Dienst der Königin gebunden. Und unser Bund? Bedeutet so viel wie immer. Aber wir kennen die Taten des Ordens. Bekämpfen wir ihn Schulter an Schulter. Ich gab der Königin mein Wort. Was tat sie für dich, das ich nicht auch tat? Sie hebt meinen Blick zum Horizont. Ich werde unseren Verlust immer betrauern. Immer. Doch ich muss eine Welt schaffen, die größer ist als unser Schmerz. Auf das keine Mutter mehr durchmachen muss, was ich erlebt habe. Wenn ich die Echse getötet habe. Wenn du die Echse getötet hast, verlasse ich Memphis. Dann folge ich dir. Lass uns gemeinsam jagen, so wie früher. Du sprachst von beunruhigenden Träumen. Willst du mir von ihnen erzählen? In der nächsten Folge würde ich sagen. Bis dahin und tschüss.